Hallo, schön, dass du dabei bist beim Wochenupdate am 7.8.2016. Beginnen wir gleich mit dem australischen Dollar. Ich habe es hier geschrieben. Ein Put, der wurde jetzt in dieser Woche zurückgekauft mit 96 Dollar Gewinn. Der Call ist noch offen. Vielleicht ein Blick auf den Chart. Es ist zwar jetzt, ja, das stimmt eh, es ist der September-Kontrakt, also dieser Put, der wurde jetzt vor wenigen Tagen zurückgekauft. Diese Linie, das stimmt hier, glaube ich, nicht. Das war jetzt erst vor wenigen Tagen. Gehen wir mal nach oben. Dieser Call, dieser 08er, der ist noch offen. Die Vola ging extrem zurück, die implizite Vola. Also hier ist nicht mehr viel zu befürchten. Ich schaue jetzt nur mal, wie viel Restlaufzeit der noch hat. Der hat jetzt ja nur mehr 33 Tage. Vola geht zurück, also optimal. Schauen wir noch kurz im Option Trader die Lage an. Der liegt bei 93 Dollar im Plus. Man sieht es hier, die Rückkauforder, die liegt ja bei 3, 3,5 auf 5. Also ein kleiner Rücksetzer nach unten und die Position ist durch. Dann können wir Revue passieren lassen, was der gesamte Trade eigentlich dann eingebracht hat. Der liegt insgesamt, läuft ja schon ziemlich lang. Da wurden einige Adjustierungen gemacht und natürlich liegt er jetzt im Plus und das kann man sich dann, das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen, wenn der dann durch ist, wie viel das dann insgesamt eingebracht hat. Ein länger laufender Trade, der ist auch noch drinnen, den habe ich ja im Block reingestellt. Da sieht man hier, dass der jetzt leicht im Plus ist. Ich habe einmal kurz nach oben gerollt und der ist bei plus minus 0 und bei 30 im Plus. Der profitiert natürlich auch etwas von der rückgehenden Volatilität. Und der hat 124 Tage Restlaufzeit. Also das ist ganz bequem und komfortabel. Wir können noch kurz sehen, wie weit die Strikes entfernt sind. Und zwar war das ein 0,82er 0,685. Ja, das ist dieser unten, die weiße Linie. Und hier oben. Genau, das war diese Linie, sowas, wo hier von mir noch einmal nach oben gerollt wurde. Und es scheint sich jetzt so eine Pendelbewegung einzustellen. Ich habe jetzt wenig Sorge, dass der Preis jetzt dynamisch nach oben durchschießt, denn wie gesagt, die implizite Vola ging zurück. Und der Markt hat hier meistens doch recht. Ja, klingt komisch, aber wenn die implizite Vola zurückgeht, dann ist es tatsächlich so, dass dann in den darauffolgenden Wochen, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass es zu heftigen Bewegungen kommt. Umgekehrt stimmt es dann auch oft, wenn die implizite Vola anzieht, dass es dann zu heftigen Bewegungen in beide Richtungen kommen kann und dann auch meistens kommt. Deswegen fühle ich mich umso wohler, wenn ich hier drinnen bin mit diesem langlaufenden Strangle und die IV geht zurück, dass ich hier einfach nichts machen muss. Dann zum nächsten Trade im Sojamehl. Da gibt es weiterhin nicht viel zu sagen. Ich werde ihn wahrscheinlich wirklich durchlaufen lassen. Der hat jetzt nur mehr 19 Tage Restlaufzeit und ich würde dann die gesamte Prämie kassieren, die 85 Dollar. Was den damaligen Verlust einfach weiter reduziert. Mal schauen, ja, die sind noch eingezeichnet. Also die Vola ging auch hier deutlich zurück und dieser Strangle hier oben, ja, dass jetzt das passiert in 21 Tagen, dass der Preis hier über 30% nach oben schießt, wird immer unwahrscheinlicher und deswegen hier werde ich das einfach laufen lassen und wahrscheinlich wirklich durchlaufen lassen, was ich sonst kaum mache. Aber in dem Fall kann man es ja mal so machen. Ich glaube, das ist auch in Deutschland irgendwo auf Facebook gab es ein Posting, dass das jetzt sogar angegeben werden kann, dieser Verlust, wenn man die Optionen verfallen lässt.
Ja, ich bin in Österreich und hier wird es wohl nicht ganz anders sein. Aber gehen wir jetzt zum nächsten Trade, zum Erdgas, auch ganz schnell, denn hier gibt es auch nicht viel zu sagen. Außer dass die implizite Vola schon auch deutlich zurückkam, die ist jetzt auch klar unter 40%. Ich habe es, glaube ich, eh hier. Ja, die ist bei 20% aktuell. Ich bin da eingegangen bei über 40. Und der Trade liegt natürlich vorne. Hier ging es stark nach oben. Schon beim letzten Mal war das, glaube ich, beim letzten Wochenvideo. Jetzt geht es hier so rauf und runter im Prinzip. Ja, und wie liegt die Position? Die liegt 140 im Plus. Bei $40 ist die Rückkauforder. Und der letzte Abrechnungskurs war bei 60. Also, ja, es ist, hier ist immer so die Frage, jetzt soll man schon zurückkaufen. Ich neige dazu, dann wirklich relativ stur drinnen zu bleiben. Und zwar aus folgender Überlegung. Man denkt sich, $20 ist ja nicht viel, nur in Prozenten gedacht. Ja, $200 war die Prämie und es wären eigentlich 10%. Ja, kann man darüber diskutieren, aber wenn ich sehr oft 10% opfere, vor allem in einem kleinen Konto, wenn man dann die Gebühren hernimmt und sagt, okay, das sind dann $4, $5, rechnen wir mit $5. $5 von $20, das wäre wieder ein Viertel, also 25%. Wie gesagt, ich bin jedenfalls relativ stur. Vor allem, wenn die Wohler zurückgeht, da habe ich jetzt hier ja kein Problem drinnen zu bleiben. Auch dieser Short Put, dieser 205er, hat nur mehr 51 Tage Restlaufzeit. Der ist hier unten. Eines vielleicht noch, ja, ich habe ja gesagt, wäre hier am Überlegen, nach oben zu rollen. Habe es hier aber jetzt letztlich nicht gemacht, weil die Wohler stark zurückkam und die Restlaufzeit jetzt mir eigentlich schon zu kurz ist. Also aktuell, ich habe mir dann, glaube ich, auch die Saisonalitäten angesehen. Die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Die werden bei mir auch immer mit einbezogen und deswegen habe ich denen gesagt, nein, gefällt mir jetzt nicht. Wir können es ja kurz ansehen, weil es mich jetzt gerade selber interessiert auf Moore Research. Wenn das wirklich gut passen würde, dann kann es sein, dass ich bereit bin, einmal die Saisonalität außen vor zu lassen. Schauen wir uns an, das Erdgas. Nehmen wir den November, weil das wären dann wahrscheinlich die November-Optionen. Und ja, man sieht hier, ich glaube, das war's. Wir haben hier links oben, sieht man das Datum. Ich gehe da mal auf den 7.8. Genau, und hier sehen wir, dass wir eigentlich bestenfalls jetzt in den nächsten Tagen und Wochen eine Seitwärtsbewegung haben. Und hier geht es aber dann in den. Ich gehe mal auf Ende August hier und Anfang September. Man sieht hier unten haben wir in den langfristigen Zeiteinheiten ein saisonales Tief. Auch im kürzerfristigen 5-Jahres-Muster geht es dann so nach unten und erst dann kommt es wieder zu einer Erholung. Also hätten wir jetzt Anfang September, wäre ich eher bereit, nach oben zu rollen. Und jetzt zusammen mit einer zurückgehenden IV habe ich mich dann entschieden, nichts zu tun. Das war wohl der Grund. Ja, gehen wir weiter zum den Sojabohnen. Hier eigentlich ganz interessant. Ich bringe mal da diesen November rein. Hier wurde noch einmal gerollt, nach unten gerollt. Das war jetzt vor ungefähr einer Woche. Und die Wohler ging zurück. Obwohl man sieht, hier der Preis ist aktuell. Plus minus null hat sich eigentlich nicht viel getan. Aber dadurch, dass die Wohler so stark zurückging, ist dieser Call auch schon wieder deutlich im Gewinn, nämlich $130.
Jetzt könnte man meinen, ja, dann wieder noch einmal weiter runterrollen. Das wäre sehr verlockend, wenn man so schnell 100 Dollar vorne liegt. Ich habe es aber nicht gemacht, denn ich habe gesehen, dass ich eigentlich mit diesem Call am 28.07. gerollt habe. Das war ja vor einer guten Woche jetzt. Und bei so länger laufenden Optionen wie dieser, die jetzt 75 Tage Restlaufzeit noch hat, oder mittellang laufend meinetwegen, bei heftigen Ausschlägen nach oben ist die schnell auch wieder mal auf plus minus null aufgrund des Gamma-Risikos, und dann könnte auch die Vola wieder anziehen, wie es jetzt im Weizen zuletzt der Fall war. Und was ich nicht mache, ist, dass ich dann wöchentlich die Option nach unten rolle. Das macht dann meistens keinen Sinn. Ja, beziehungsweise ich mache es jedenfalls nicht, denn dann irgendwann schießt es dann wieder gegen einen der Preis, und dann bereut man es wieder. Es ist besser hier jetzt für mich, dass ich mich freue, dass es jetzt, dass dieser Call schnell im Gewinn war, und jetzt, dass es wieder günstig verlief, weil eben die Vola zurückkam, und den lasse ich jetzt einfach weiterlaufen. Der brachte nämlich 300 Dollar Prämie ein, was ja über 300 sogar, was schon ganz ordentlich ist. Gleichzeitig ist ja noch dieser Spread im Sojamehl. Also hier bin ich jetzt zurückhaltend. Wenn es hier wirklich jetzt stärker wieder nach oben geht, dann müsste ich eventuell wieder einen Put dagegen setzen. Aber wenn es sich weiterhin so beruhigt, dann glaube ich es ehrlich gesagt auch nicht, dass das notwendig sein wird. Das Delta kann man uns noch ansehen. Das liegt jetzt bei 0,07 ungefähr. Dann der nächste Trade. Das wäre jetzt der Short Call im November, den ich nicht vorgestellt habe. Ich habe ein bisschen was dazu gesagt. Der ist jetzt 160 im Plus. Delta ist schon sehr, sehr klein. Die Restlaufzeit ist bei, wo habe ich ihn? Die ist jetzt bei 71 Tagen. Also relativ vorsichtig. Auch so mittellang. Also keine 120-Tage-Option, aber auch keine 50, 60 Tage. Und der läuft ja schon etwas länger. Ich bringe jetzt noch den Chart rein, das war der November. Da habe ich ja mit dem Wochenchart gehandelt. Was man hier nicht sieht, das sind Tageskerzen. Also hier gab es ein Wochenverkaufssignal, und dann ging es super, super nach unten. Deswegen gibt es da auch nicht mehr allzu viel zu befürchten. Ich nehme das mal raus, und man sieht, dieser 60er Call ist echt verdammt weit weg. Da muss man jetzt eigentlich gar nichts mehr tun. Selbst wenn es jetzt so allmählich nach oben geht, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Und jetzt vielleicht gleich zum nächsten. Ich habe hier geschrieben, zweiter Call verkauft. Warum? Den habe ich dann auch im Dezember Kontrakt verkauft, dass der läuft länger, und den habe ich auch im Block reingenommen. Der hat jetzt 100 Tage Restlaufzeit, also eher länger. Nicht extrem lang, aber schon nicht so aggressiv wie eine 60 Tage laufende Option oder noch kürzer. Irgendwie einfach 100 Tage sind für mich einfach eine gute Dauer. Und ja, was war die Überlegung dahinter? Ich habe es im Blog geschrieben. Erstens einmal rein vom Risiko könnte man skeptisch sein. Der letzte Call dieser 60er Strike, ich bringe ihn jetzt rein. Das war nämlich der Dezember-Kontrakt. So, der hat jetzt auch wieder einen 60er Strike, liegt ganz leicht hinten, dass Intraday noch einmal sich etwas beruhigt hat. Aber wir haben hier einfach nach diesem Abverkauf jetzt seit diesem Wochen-Short-Signal jetzt eine Erholung. Die Vola ist zwar auf 1 Jahressicht deutlich unter 40%, auf 10 Jahressicht. Kann man auch in meinem Blog nachsehen, ist ja eigentlich ganz gut, die ist so bei 50%. Und gleichzeitig haben wir hier einfach eine eher bärische Saisonalität. Und viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Eines vielleicht noch, ja doch, das ist wichtig. Ich bin hier vom Risiko etwas drüber.
einmal die eine Option hat $280, die hat 300, das heißt, wir sind bei fast $600 Risiko. Mein Konto, einige werden es wissen, ist einfach jetzt ist kein 25.000er Konto, das heißt, ich bin ja über den 2%. Warum mache ich das trotzdem? Ich weiß durch meine Auswertungen in meinem Trading-Journal, dass ich mit Abstand die beste Trefferquote habe hier im Crude Oil. Und wenn man sich diese, vielleicht sagt jemanden Monte Carlo Simulation etwas, da kann man ganz gut simulieren, dieses Risk of Ruin, also wenn man ruiniert ist. Ich kann jetzt zu Monte Carlo nicht allzu viel sagen, einfach mal googeln, da gibt es auch Excel-Simulationen, die man sich runterladen kann, oder vielleicht stelle ich auch mal einen Link rein zu so einer Tabelle, und da kann man dann ganz gut simulieren, ob das einfach Irrsinn ist, wenn man jetzt über diese 2% geht. Man muss aber dazu seine Trefferquote wissen und einfach ein paar absolute Zahlen noch eingeben. Und ich weiß dadurch, dass das für mich absolut okay ist, wenn ich hier mal drüber gehe in einem Markt, wo ich einfach die mit Abstand besten Ergebnisse habe. Und gleichzeitig stimmt hier einfach fast alles bis auf die Einjahres-IVR. Und kann sie ja so nochmal darstellen. Es könnte durchaus sein, dass der Preis noch sich jetzt weiter erholt oder hier noch einmal so in diesem Bereich raufgeht. Stört mich jetzt aber überhaupt nicht, weil ich einfach die Statistik im Hinterkopf von meinem Trading weiß. Ja, wenn dich hier mehr interessiert, einfach auf meinen Blog schauen, wo ich das noch einmal reingenommen habe. Die Saisonalität, ich glaube sogar, da habe ich auch einen Screenshot drinnen, die ist jedenfalls nicht wirklich bullish, sonst hätte ich den Trade eventuell auch nicht gemacht. Jetzt aber schnell weiter, dass das Video nicht wieder zu ewig lange wird. Nämlich zwei Trades, da hatte ich gar keine Gelegenheit, die in den Block zu nehmen. Die hätten gut reingepasst von der Größe, aber ich hatte einfach die Zeit nicht. Das war einmal, waren das zwei Shortputs auf Harley Davidson und einmal dieser Monsanto Trade, wo es ja um eine Übernahme geht auf Bayer. Da habe ich mich dann doch hingerissen und habe den mitgemacht. Ich glaube, da Jens Rabe in seinen Optionsstrategien, die haben den ja auch vorgestellt. Und ich habe da mal so ein Probearbeit noch laufen und das dann eben mitbekommen und habe ihn zuerst nicht gemacht, aber dann habe ich mir gedacht, es war dann so, ich habe einen Fill bekommen, einen relativ guten. Schauen wir es uns an. Also ich habe gesagt, ich weiß nicht so recht, aber wenn ich einen sehr guten Fill bekomme, dann bin ich dabei. Das war hier an diesem Tag. Und es stimmt ja, dass selbst wenn das keine Übernahmegeschichte wäre, diese Aktie, diese Monsanto-Aktie sehr schön aussieht. Die ist auf Wochen- und Tagessicht über dem 21er Moving Average. Und was habe ich hier bekommen? Ich muss schnell nachsehen. Das war eine $90 Prämie hier, also wirklich sehr okay für einen Put mit einem, ich glaube, 17er Delta. Ja, es war ein 17er Delta. Und was wirklich krass ist bei diesen Short Put Trades, der war nur 7 Tage drinnen und hat mir $46 eingebracht. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, eine Future Option, die bringt da mal 200, $300 ein, aber die laufen dann schon meistens ganz gerne mal 2, 3, 4 Wochen. Und wenn man das annualisiert aufs Jahr hochrechnet, sind das teilweise wirklich dann noch viel kräftigere Trades, weil die einfach absolut jetzt weniger einbringen, aber auf Jahressicht diese 40, 50, $60 innerhalb von 7 Tagen für eine Option, das ist schon relativ stark. Ich hätte natürlich auch zwei verkaufen können, aber ich bin da ein bisschen ein Hasenfuß, weil ich sage, ja, was ist eigentlich, wenn der jetzt runterfällt auf die 85, wenn das alles platzt, und da muss man einfach wissen, dann hat man $1000 verloren.
In einem 20.000er Konto tut das auch weh. Man kann weiter traden. Und ja, man ist jetzt nicht geblättert, wenn man hier war. Ich bin da hier sehr pessimistisch, ich gebe es zu, sollte man nicht sein, aber man muss einfach das Risiko kennen. Und deswegen habe ich hier eine Option, eine vorsichtige verkauft. Ja, und was war da noch im anderen, im Monsanto, da war es im Harley-Davidson hier. Hier war es, habe ich mich wohler gefühlt, wobei ich nicht weiß, warum es hier zu so extrem heftigen Bewegungen kam. Also die Earnings, die waren ja vorbei, aber möglicherweise ist auch hier irgendwas im Busch, weil es extreme Bewegungen sind und hier dann noch einmal ganz starke Kerzen. Es interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt, was da im Hintergrund läuft. Ich habe kurz geschaut, habe jetzt glaube ich keine Nachrichten gefunden und habe hier einfach in diesen Rücksetzer unter die 50er, unter den 50er RSI, also unter den 2er RSI, der unter der 50er Marke war, hier zwei Optionen verkauft. Die IVR, die war sehr schön hier, die war über 40. Es brachte pro Option jetzt irgendwas über 20 Dollar. Ich habe hier zwei Stück verkauft und dann auch hier fast 50 Dollar verdient nach Gebühren. Und das ist schon auch ein sehr guter Trade in Wahrheit, weil man sieht es hier, der Trade, der war dann nur 2 oder 3 Tage, der war überhaupt nur mehr 2 Tage drinnen. Also eigentlich ein noch besserer Trade fast, wenn man das so will. Ja, und deswegen, momentan gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ich jedenfalls finde selten was auf dieser Seite do.com, wo man sich das rausfiltern kann. Wenn ich was finde und wenn das passt, dann bin ich aber auf jeden Fall dabei. Dann jetzt noch abschließend noch zum Yen ganz kurz etwas. Hier war ich froh, dass ich, wo ich dieses Optionsbrief-Abo mal hatte, jetzt nicht jeden Trade mitgemacht habe, und zwar im japanischen Yen, gab es da, glaube ich, eine Empfehlung auf einen Call zu verkaufen, einen relativ kurz laufenden, und den habe ich einfach nicht mitgemacht, weil mir das zu riskant war. Und ich habe dann gesehen, dass wenn man den mitgemacht hätte, den Trade, hätte man relativ schnell einen ordentlichen Verlust gehabt. Und zwar, ich glaube, es war dann diese oder diese Kerze. Warum ich den Trade nicht mitgemacht habe, war einfach, dass wir hier im Tageschart, kann jetzt sein, dass auf Barchart ein Tageskaufsignal vorhanden ist, weil diese Berechnungen oft abweichen. Ich orientiere mich hier aber immer an Barchart. Da kommt mir vor, die sind präziser. Aber spielt jetzt keine Rolle. Wir sind hier im Monatschart im Bullenmodus, wir sind ja im Wochenchart im Bullenmodus und wir haben hier auch noch ein Kaufsignal im Tageschart. Vielleicht jetzt, man müsste jetzt ganz genau ansehen. Einige werden es wissen, für mich ist das Tageskaufsignal das Unwichtigste natürlich, weil die langen Zeiteinheiten viel stärkere Signale sind. Wie gesagt, im Monats- und Wochenchart sind wir absolut bullish. Was schon richtig ist, dass wir im großen Bild hier jetzt eine Umkehr sehen könnten. Aber ja, für mich jedenfalls, für mein Trading ist es kein Grund, hier so aggressiv gegen den längeren Trend zu handeln. Ja. Und man wäre hier ziemlich, man hätte sich hier ein blaues Auge geholt. Ich glaube, es waren dann im Optionsbrief fast 500 oder 600 Dollar Verlust, relativ rasch. Und das ist bitter. Vor allem ich habe, wer mich schon länger verfolgt, meine Trades, meinen Blog und so weiter, weiß, dass ich im Anfang des Jahres, es war der erste Trade überhaupt in diesem Blog, in dieser Tabelle, die ich veröffentliche, wo ich dann über fast 500 Dollar Verlust hatte, oder jetzt muss ich selber, ich weiß es nicht mehr. Es war relativ viel für ein kleines Konto und ich bin hier vorsichtig. Natürlich lockt die
IVR, die ist noch immer relativ gut, obwohl sie jetzt schon, habe ich heute gesehen, deutlich zurückging. Und ich habe hier einen Strangle laufen, aber alles sind alles länger laufende Trades, die auch schon länger offen sind. Und zwar seit 12.07. Ich muss jetzt selber schauen, der 12.07., das war hier und den habe ich auch mal attestiert. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Japanischer Yen. Stimmt nicht. Das war ein Short Put, den ich zum Strangle erweitert habe, aber hier. Und da war die Vola noch höher. Und jetzt sieht man, wenn man sich das ansieht, das waren jetzt 3%. Das war schon viel früher. Und also das war ja bald vor einem Monat. Die Vola ging zurück. Erstens, zweitens, Zeitwert wurde abgebaut. Und dadurch ist das absolut kein Stress. Und zwar war das okay, was war das für ein Strang? Ich müsste jetzt nachschauen. Es war natürlich dieser astronomisch weit entfernte Call 0,0011 irgendwas. Also man sieht es hier, dieser Put auf der Unterseite und dieser Call. Schauen wir uns jetzt einfach jetzt in der Handelsplattform an, ob es jetzt mein Konto zerrissen hat. Nein, hat es nicht. Dieser Call, der ist jetzt bei plus minus 0. Ich habe dann noch Folgendes gemacht. Ich habe gesehen, dass der war sogar noch im Laufe der Woche mal $100 hinten. Also der kam dann so mal an die 50% Marke, ganz, ganz gemütlich. Man sieht ja, seine Dezember-Option und die hat jetzt noch 124 Tage Restlaufzeit. Natürlich sind die Spreads nicht so gut, aber sie sind okay. Und ich habe gesehen, okay, wir haben ja einen 5er Delta. Die hat jetzt nur mehr ein minus 0,01, also ein super kleines Delta. Und deswegen habe ich gesagt, ich setze mal noch einen Put dagegen. Ich habe aber diesen Put trotzdem jetzt als eigene Position betrachtet und in meinem Trading Journal einfach als einen neuen Short Put klassifiziert. Man muss dann immer aufs Risiko schauen, ob man bereit ist, das einzugehen. Das Strangle, der hat auf der Oberseite $300 und unten $175. Hier die zwei. Und dieser Put, den ich dann noch einmal verkauft habe, der hat $200. Das heißt, ich bin hier unter $400. Und hier bin ich auch prozentual in meinem Konto deutlich unter 2%. Und deswegen bin ich bereit, das zu machen. Und wenn hier jetzt auch diese Unterseite in den nächsten Wochen stark unter Druck gerät, dann kann ich hier noch ohne Probleme rollen, noch etwa eine Position hier dagegen setzen und so weiter. Ja, also so viel zum japanischen Yen. Und einfach dieser Trade zeigt mir, dass es ab und zu mal gut ist, dass ich meine eigenen Trading-Entscheidungen treffe. Deswegen bin ich immer so zwiegespalten beim Optionsbrief, den ich einfach wirklich sehr gerne lese. Der einerseits merke ich, er beeinflusst mich. Dann sehe ich auch hier, dass es absolut gut ist, wenn ich hier meine eigenen Entscheidungen treffe. Das heißt, ich werde mal Verluste nicht mitmachen. Andererseits werde ich mal auch werden im Brief mal Ideen drinnen sein, die ich dann nicht mitmache, die sich aber als sehr gute Ideen herausstellen. Ja, also ich kann dir nur empfehlen, deine eigenen Trading-Ideen zu entwickeln und die werden sich natürlich, wenn man ähnlich handelt wie von den Optionsstrategien von Jens Rabe, wird es oft ähnlich sein, wie es auch dann bei mir manchmal der Fall ist. Ja, das war's für diese Woche. Es ist doch jetzt fast eine halbe Stunde geworden. Und ich habe es im letzten Video gesagt, ich bin sehr zufrieden wieder. Meine Verluste der letzten Wochen habe ich sehr gut wieder ausgeglichen, eben auch teilweise durch diese kleinen Trades und konnte den Juli mit einem ganz kleinen Plus beenden.
Und momentan, wenn es jetzt dann noch ein paar Wochen so weitergeht, habe ich wieder meinen Jahreshöchststand im Depot. Momentan bin ich so bei rund 11% Jahresperformance. Ja, ich hoffe, dass es für dich interessant war. Schreib ruhig rein, wenn du irgendwelche Kommentare hast. Ich bin immer ganz neugierig oder auch Kritik natürlich. Ich sage danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich wünsche dir erfolgreiche, gute Trades. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.